Ich wurde dann gebeten, darüber hinaus, ob ich nicht eine Kurierfahrt unternehmen könnte. Und dieser gute Mann, den ich besuchen sollte, der wurde mir in West-Berlin vorgestellt. Und weil der nur in West-Berlin war und diesen guten Mann von dem Bund Deutscher Jugend, mit dem ich immer zusammengearbeitet hatte, war ich treu und Glauben, hat alles seine Richtigkeit und so weiter. Denn er sah da auch überhaupt keine Gefahr drin, hat mir das auch so geschildert, warum der nicht nach Berlin kommen kann und so weiter. Und ich sollte doch den Kontakt zu ihm herstellen. So, und dann habe ich nun mit diesem guten Mann vereinbart, ich komme an dem und dem Wochenende. Und damit wusste er, aus Bad Langensalza war, damit wusste er, dass ich anreiste. Und als ich bei ihm klingelte und die Tür wurde aufgemacht, dann kamen aber zwei weitere Männer hinzu und die haben mich sofort verhaftet. Sie wussten ja, dass ich komme, denn er war ein Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das hat sich ja dann nachher sofort herausgestellt, dass er nicht mit inhaftiert wurde.